Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Tipps für eine 1.0 in der fortgeschrittenen Programmierung und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß beim Schauen. Hin und nach einem Hin und Her überlegen, ob es überhaupt neue Tipps gibt für Programmierung 2, habe ich mich dazu entschlossen, mal ein bisschen tiefer nachzuforschen, was es da so für Tipps gibt, die man beachten kann, um eben möglichst gut in der Klausur zu sein. Ich habe ein paar Sachen gefunden und die würde ich natürlich gerne mit euch teilen. Dadurch, dass Programmierung 1 und 2 ja schon wesentlich unterschiedlich sind im Klausuraufbau. Und genau, deswegen fangen wir direkt einmal an. So, der erste Tipp ist, im Vergleich zu Prog 1 geht es hier ja um etwas Fortgeschrittenes, das heißt Know Your Basics. Alles, was ihr in Programmierung 1 gelernt habt, alle Grundlagen, das heißt Attribute, Methoden, Klassen etc., sollten sitzen und darüber solltet ihr nicht mehr nachdenken müssen, ach Mist, wie schreibe ich jetzt nochmal eine Klasse oder wie geht es nochmal mit den Objekten? Das sollte einfach aus dem FF sitzen, wenn ihr da noch merkt, okay, ich weiß gar nicht mehr, was Konstruktoren sind, dann guckt euch das Ganze einfach nochmal an und schaut, dass ihr innerhalb von den ersten Wochen einfach die Basics aus dem FF könnt. Dann eine Sache, die ich euch in den Kopf rufen möchte, bei Prog 2 geht es eher um den Big Bang Ansatz, also in Programmierung 1 oder in der Einführung lernt man einfach einzelne Elemente, vielleicht auch, wie hängen die zusammen, also zum Beispiel, wie hängen Attribute und Methode mit einer Klasse zusammen oder was hat das alles mit Objekten zu tun, wenn es um die objektorientierte Programmierung geht. Aber bei Prog 2 geht es dann nicht so weiter, dass ihr dann habt, okay, jetzt lerne ich mal Lambda-Ausdrücke und jetzt lerne ich JavaFX und so weiter und so fort, sondern es ist ein holistischer Ansatz und klar lernt ihr neue fortgeschrittene Elemente, zum Beispiel auch Exception Handling, aber die bringen euch nichts als einzelne Elemente per se, so wie es in Prog 1 war, sondern da hat es dann schon damit was zu tun, wie binde ich das in meinem Programm ein, wie programmiere ich quasi besser und ja, was gibt es eigentlich für fortgeschrittene Konzepte? Das heißt, in der fortgeschrittenen Programmierung wird in den meisten Fällen so ein holistischer Softwareentwicklungsansatz betrachtet, was natürlich bedeutet, wieder auch um auf Punkt 1 zurückzukommen, ihr müsst die Basics wissen und ihr könnt nicht ganz so wie in Prog 1 einfach nur die einzelnen Elemente lernen und ihr könnt es dann, klappt bis zu einem gewissen Grad schon, allerdings tut ihr euch sehr viel leichter, wenn ihr da einfach diesen ganzheitlichen Ansatz lernt und versteht, ja einfach wisst, was ihr mit zum Beispiel Generics, Lambda-Ausdrücken oder eben Exceptions macht. Vielleicht hier nochmal als Tipp, wenn ihr euch da sehr, sehr schwer tut, klar könnt ihr auch die Sachen einzeln lernen, also solche Punkte wie Enumerations oder wie gesagt sowas wie Lambda-Ausdrücke, Generics, kann man schon an sich einzeln lernen, hilft euch vielleicht auch fürs Bestehen im Allgemeinen, allerdings wird eure Klausur dann nicht gut, so wie bei mir. Und der zweite Punkt ist, dass ihr dadurch auch nicht das gesamte Konzept versteht und gerade wenn komplexere Aufgaben drankommen in der Prog 2 Klausur, dann müsst ihr schon diesen ganzheitlichen Ansatz verstehen und meistens auch verschiedene Elemente kombinieren, gerade eben auch Prog 1 und Prog 2 Elemente kombinieren. Und da hilft es euch natürlich, wenn ihr von Anfang an dieses ganzheitliche Konzept lernt und versteht. Mein Punkt 3 ist Projekte, Projekte, Projekte. Und so wie im Prog 1 das Thema war üben, 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 heißt es für mich im Prog 2, schaut euch ganze Projekte an, schaut euch viele Projekte an. Es gibt so viele Tutorials, gerade zum Punkt Java oder auch Python. Und da könnt ihr einfach auf YouTube erstmal anfangen, die Projekte mitzutippen. Also ich habe Python ja auch nicht in der Uni gelernt, ich habe mir das ein bisschen privat angeschaut. Dann habe ich einfach angefangen, mir einzelne Projekte einfach mal abzutippen und die YouTube-Tutorials durchzugehen und mir zum Beispiel Snake nachzubauen. Das hilft euch zum einen, um ein bisschen in die Syntax reinzukommen oder nochmal ein bisschen die Syntax zu vertiefen. Zum Beispiel, ich kannte die jetzt eben noch nicht bei Python. Und zum anderen hilft es euch auch, diese Konzepte zusammen zu kombinieren und auch zu verstehen. Zum Beispiel, wenn ihr bei einer Methode eben Exception Handling mit einbaut, warum mache ich das oder wie mache ich das überhaupt und was passiert, wenn ich das nicht mache zum Beispiel. Deswegen schaut euch da einfach ganz viele Projekte an, auch im GitHub gibt es super viele Projekte zum Üben. Tippt euch die für den Anfang einfach mal ab und dann versucht immer besser zu werden und immer weniger mit Hilfestellungen Projekte zu erarbeiten, sondern vielleicht auch das Ganze euch mal selber anzuschauen und dann versuchen Aufgaben eben von alleine zu lösen. Das heißt, im Vergleich zu Prog 1 macht ihr hier keine isolierten Übungen mehr, zum Beispiel schreibe eine Methode, die XY kann,
sondern ihr schaut euch ein ganzes Projekt an und teilt die dann für euch auf in die einzelnen Bausteine. Und am Ende kommt eben was Ganzes dabei raus. Und genau, wie gesagt, ihr habt eben keine isolierten Teile mehr, sondern ihr habt einfach eine ganzheitliche Ansicht auf die verschiedenen Elemente beim Programmieren. Der nächste Punkt, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was ich gerade schon gesagt habe, den Code verstehen und gegebenenfalls mit dem Debugger arbeiten. Ich habe sehr lange an einem Thema gehängt und das war die For-Each-Schleife. Ich habe nicht verstanden, wie diese For-Each-Schleife funktioniert und wann man die anwenden kann. Ja, und das sind aber so elementare Dinge, die man eigentlich einfach einbauen kann und oft einbauen auch muss. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch den Code, den ihr schreibt, versteht, wenn ihr den am Anfang mal abgetippt habt. Schön und gut, aber es bringt euch natürlich nichts, wenn ihr den nicht versteht. Das heißt, versucht auch immer euren Code oder den Code, den ihr abtippt, nachzuvollziehen. Und wenn ihr mal nicht weiterkommt, dann macht es nicht so wie ich, sondern benutzt den Debugger. Ich habe euch auch schon mal ein Video für so Basics zum Debugger gegeben. Der Debugger hilft euch einfach dabei zu verstehen, wie das Programm einzelne Schritte ausführt, also das alles runterzubrechen, welche Zwischenwerte sozusagen rauskommen und auch zu verstehen, wo könnt oder wo tritt wahrscheinlich ein Problem auf oder wo tritt gerade das Problem auf. Und das könnt ihr nicht nur machen, wenn das Programm eben nicht funktioniert, weil ihr wissen wollt, wo der Fehler ist. Das könnt ihr auch machen, wenn das Programm funktioniert und ihr einfach nur den Code verstehen wollt. Denn wie gesagt, nur so könnt ihr am Anfang lernen. Das heißt, am Anfang ist es wichtig, Code abschreiben, Code verstehen und dann Code selber schreiben. Und dieser Verstehen-Step ist dafür eben einfach ganz wichtig. Und da benutzt einfach den Debugger, weil es euch sehr, sehr viel Aufklärung über ein Programm oder über dieses Zusammenspiel gibt. Dann ein Tipp, der ist ziemlich obvious, aber viele machen es trotzdem nicht. Geht in die Übung. Ich weiß, Proc 2 ist frustrierend. Ich habe es selber miterlebt. Und ich weiß, man ist versucht, schnell aufzugeben. Aber macht das nicht. Das sind solche Fächer, die sind auch ein bisschen dafür da, um auszusortieren. Proc 2 ist ein bisschen unangenehm. Aber wenn ihr in die Übung geht und wenn ihr regelmäßig dran bleibt, dann ist mindestens ein Bestehen mit drin. Gerade wenn ihr euch in dem Thema schwer tut, dann ist ein Bestehen einfach auch nur das Wichtigste. Und da viele eben schon nach den ersten, ich sag mal Drittel, einfach nicht mehr in die Übung gehen, weil sie schon innerlich resigniert haben und gar keine Lust mehr haben auf das Fach, geht einfach weiterhin in die Übung. Denn erstens, wenn weniger Leute drin sind, habt ihr die Chance, mehr Fragen zu stellen, beziehungsweise auch individuellere Antworten zu bekommen. Oft ist es auch so, nicht immer, aber ich habe es sehr oft erlebt, dass in den Übungen Sachen geübt werden, die dann natürlich auch für die Klausur relevant sind. Das heißt, oft wird schon die Übung abgestimmt auf das, was ihr dann letztendlich können müsst. Gerade in den Übungen zum Schluss hin wird vielleicht, wenn ihr einen netten Professor habt, einfach mal eine Übung rangenommen, die vielleicht ähnlich in der Klausur rankommt. Deswegen don't skip exercise und geht einfach in die Übung, holt das Beste dabei raus. Zumindest, selbst wenn ihr da nicht so viel weiterkommt, habt ihr dann einfach eine feste Routine, wo ihr wirklich kontinuierlich einfach dranbleibt und übt. Denn wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt mal da nicht hin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das vielleicht zu Hause nachholt, auch nicht so hoch. Und gerade bei Proc 2 ist eben Consistency der Key. Deswegen bleibt einfach dran. Ein Punkt, der damit zusammenhängt, das ich gerade eigentlich schon gesagt habe, also Konsistenz ist der Schlüssel, ist, dass wenn ihr ganz oft Aufgaben übt und ganz oft Sachen wiederholt. Irgendwann fällt der Groschen. Also bei mir war es auch bei der For-Each-Schleife so. Ich habe es einfach nicht verstanden, aber ich habe es einfach immer wieder versucht und immer wieder auch nachgefragt, wenn ich einfach nicht weitergekommen bin. Und irgendwann ist dann auf einmal der Groschen gefallen und es war so, ach so, so ist es. Aber das könnt ihr nur erreichen, wenn ihr einfach auch dran bleibt und wenn ihr das weiter übt. Denn wenn ihr euch das nie anschaut, dann kann von nichts auch nicht das Verständnis kommen. Und deswegen ist auch hier das ein Zusammenspiel mit, wenn ihr viel übt und viel in die Übung geht und euch vor allem die Probleme, die ihr habt, öfter anschaut, dann ist es wahrscheinlicher, dass ihr es auch irgendwann mal versteht und irgendwann mal es Klick macht. Gebt nicht auf, bleibt dran und dann verspreche ich euch, wird es auch bei euch klappen. Der nächste Punkt, Stack Overflow und ChatGPT sind euer bester Freund. Warum? Früher oder später wird jeder auf irgendein Problem stoßen, wenn ihr das nicht schon bei Proc 1 seid und dann gibt es super tolle Foren wie Stack Overflow, die wahrscheinlich genau dasselbe Problem schon mal hatten oder ein ähnliches Problem und dann könnt ihr euer Problem lösen. Gerade wenn ihr mal einen Tipp mit den eigenen Projekten angeht, kann es sein, dass ihr einfach Probleme habt, die vielleicht das Tutorial nicht hat, aber ihr euch vielleicht vertippt habt oder irgendwo ein Semikolon übersehen habt. Und dann hilft es euch auch mal auf Stack Overflow zu gucken, wenn ihr ein Problem habt und zu gucken, wie löst man das. Es hilft euch zum einen nicht nur, um euer Programm zum Laufen zu bringen, es hilft euch auch zum anderen, da wenn ihr eure Probleme selber löst,
müsst ihr ja zu einem gewissen Grad euer Programm verstehen, denn nur wenn man versteht, wie das Programm funktioniert, versteht man wahrscheinlich auch, wo der Fehler liegt. Das bedeutet, ihr habt einen Lerneffekt nicht nur dadurch, dass ihr einfach euch das Programm anschaut, sondern dass ihr auch für das Beheben des Fehlers das Programm verstehen müsst. Was auch jetzt seit dem letzten Jahr neu dazugekommen ist, ist ChatGPT. Gerade wenn es auch um das Verständnis geht, könnt ihr einfach einen Programmcode nehmen, in ChatGPT einfügen und sagen, hey, erklär mir mal bitte, was der Code macht. Es ist so ein bisschen Debugger-Light. Also ihr habt so einen Debugger, der euch auch ein bisschen erklärt, was dahinter passiert und nicht nur die Zwischenergebnisse ausspuckt. Ihr müsst natürlich bei ChatGPT vorsichtig sein. Ich glaube, das muss ich eigentlich nicht nochmal extra dazu sagen. Ihr müsst einfach mal gucken, okay, ergibt es Sinn? Glaubt einfach nicht blind, was da drin steht. Aber für einen ersten Anhaltspunkt, um erstmal auch einzelne Bausteine zu verstehen, ist es sehr, sehr sinnvoll. Oder auch könnt ihr mit ChatGPT arbeiten, indem ihr sagt, hey, gib mir mal Aufgaben zu dem und dem Thema. Dann könnt ihr die lösen. Auch wieder mit ChatGPT überprüfen, ob es das Ergebnis ist, was ChatGPT eben haben wollte. Beziehungsweise, wenn ihr einfach einzelne Codebausteine braucht, dann könnt ihr da auch ChatGPT fragen und er gibt euch dann auch eigentlich diesen Baustein zurück. Ich habe in diesem Semester zum Beispiel ein Modul, das sehr stark mit R arbeitet und da ich nicht super der Profi bin in R, arbeite ich da auch oft mit ChatGPT zusammen und sage, hey ChatGPT, ich brauche XY, bekomme dann so einen normalen Codebaustein zurück. Den kann ich dann abwandeln und anpassen und dann in mein Programm einfügen und es funktioniert. Deswegen ChatGPT und Stack Overflow sind eure besten Freunde. Nutzt es auch, wenn ihr die Möglichkeit ja eh schon habt und wenn es solche Technologien auch gibt. Dann eigentlich so mein letzter richtiger Tipp. Denkt an Lerngruppen. Oft denkt man immer so, ja, programmieren, ich sitze ja vor meinem Programm, kann ich alleine machen. Ja, kann man machen. Allerdings braucht ihr ein sehr hohes Frustrationslevel. Ich weiß es bei mir, auch in meinem Praktikum habe ich an Umsetzungen gearbeitet und war sehr frustriert, wenn mal was nicht funktioniert hat und ich saß dann alleine da und dachte mir so, Mist, was mache ich jetzt? Ich komme nicht weiter. Deswegen sucht euch Lerngruppen. Lerngruppen helfen, um einerseits motiviert zu bleiben, andererseits, um sich gegenseitig Dinge zu erklären, um dann auch wieder hier den Code zu verstehen. Und insgesamt, was wäre denn studieren, wenn wir keine Lerngruppen hätten? Eine Sache, die dabei auch noch zu erwähnen ist, ist, wenn ihr mit verschiedenen Leuten einfach Programmieren übt. Jeder hat so seinen eigenen Programmierstil und wenn ihr euch anderen Programmierstil anschaut, lernt ihr selber davon auch nochmal ganz anders, denn ihr müsst euch ja in den Code reinversetzen und dadurch werdet ihr auch die Inhalte besser verstehen. Als ich das Tutorium gemacht habe für die Leute aus POC 1, wenn ich mir Code anschaue, den ich nicht selber geschrieben habe, verstehe ich nochmal die Dinge ganz anders, weil einfach man sich neu in den Code reindenken muss und gucken muss, was hat die andere Person da eigentlich gemacht. Und man kann dann eben dieses Problem, meistens wurde ich dann eben gefragt, wenn es ein Problem gab, nur lösen, wenn man auch den Code versteht. Das heißt, wenn ihr euch anderen Code anschaut, dann werdet ihr automatisch auch besser, weil ihr den Code verstehen müsst und ihr versteht den Code ja nur, wenn ihr das Konzept dahinter versteht. Ich meine, ich muss das glaube ich nicht weiter ausführen. Code verstehen ist wichtig und so könnt ihr das eben auch üben. So, das waren meine wesentlichen Tipps. Ich weiß, dass das meiste ziemlich offensichtlich ist. Oft reicht es nicht nur die Konzepte zu verstehen und einfach blind auswendig hinzuschreiben, so wie in POC 1 bei Klassen oder Methoden, sondern man muss schon ein bisschen mehr dieses Interspiel zwischen den einzelnen Komponenten verstehen und nachvollziehen. Wenn ihr euch für POC 2 entscheidet und sagt, okay, ich will das jetzt bestehen, dann reicht es nicht nur, 2 Wochen davor anzufangen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt es gut bestehen, dann reicht es auch nicht, 4 Wochen davor anzufangen, sondern macht einfach kontinuierlich im Semester mit, macht auch eigene Projekte. Bevor ich das Video allerdings beende, denkt dran, wenn es eine schriftliche Klausur ist, nochmal, auch das Ganze auf Papier zu üben und nicht einfach nur in eure Entwicklungsumgebung. Und ich werde euch auch nochmal einen Link in die Infobox packen und zwar nennt sich das Ganze HackerRank. Da gibt es verschiedene Übungen, die ihr machen könnt. Das Ganze könnt ihr nämlich in der Online-Entwicklungsumgebung von HackerRank dann eben einfügen. Da ist es nicht so, dass ihr dann Compiler habt. Das bedeutet, falls ihr zum Beispiel eine Klausur habt, die am System ist, da habt ihr auch keinen Compiler, dann ist es nämlich ziemlich ähnlich und ihr könnt es schon mal üben. Alternativ könnt ihr auch einfach in eurem Editor oder in Word, weil Word nervig ist mit den ganzen Markierungen, euren Code einfügen und dann erst am Ende überprüfen in der IDE, funktioniert mein Code überhaupt. Aber denkt dran, dass ihr, wenn ihr für die Prüfung euch nochmal explizit darauf vorbereitet, einfach ohne diesen Überprüfungsmechanismus arbeitet, um auch das in der Prüfung richtig zu machen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Klausur. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Bemerkungen habt, gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.